So, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Blick ins Heft. Mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch und im Hintergrund ist das orange? Das ist ein Orangeton. Ein Orangeton. Sieht man da, oder? Naja. Auf jeden Fall ist es das neue Titelcover vom Aktionär. Neue Kaufchance. Nutzen Sie die Korrektur und greifen Sie bei diesen Top-Aktien zu. Der DAX auf Rekordhoch. Das werden wir gleich noch mal ein bisschen klarstellen müssen, was mit der Korrektur gemeint ist. Wir haben ein sehr spannendes Thema, Dividenden und Steuern, mit dem Heft. Sehr interessant für all diejenigen, vor allen Dingen, die ausländische Aktien besitzen und da unter Umständen die doppelte Fiskuskeule zu spüren bekommen. Deutsche Nebenwerte auf dem Sprung, unser Kollege Michael Schröder, der sich hier nochmal ein paar Spezialwerte vorgenommen hat, sehr interessante. Der Hotstock, Brand gelöscht. Mhm. Ja. Schönes Medizintechnikunternehmen, hochinteressant. Geht um Reflux, ne? Unter anderem Reflux. Das ist eine smarte Implantate, also super spannende Geschichte, ja. Ja, Sodbrennen kennt jeder. Ja. Ja. Top-Tipp, die Superaktie Microsoft. Ja, da habe ich mich richtig ausgelassen, muss ich sagen. Ja, habe mich mal richtig ausgetobt. So, VW unter Strom. Zum Wochenende muss ich noch kurz das Mobiliar zerlegen. Also, VW unter Strom. Sieht eigentlich ganz gut aus, DAX 15.000 und jetzt, mittlerweile sind wir bei 15.300, ja, also dann war das, und jetzt, ja, es geht weiter. Momentan sieht es ganz einfach so aus. Kommen wir zur Titelstory. Richtig, Titelstory. Also wir haben eine Rallye am Markt, du hast es ja richtig gesagt, DAX, Dow, S&P 500 jetzt auch, trotz Tech-Bremse dann auf ein neues Hoch gelaufen. Vier Hochs in dieser Woche. Genau, aber wir haben auch ein paar Aktien, die nicht mitgelaufen sind, die underperformed, zum Beispiel eine Apple ist dabei, also schlechtester Wert im Dow Jones in dem Jahr, muss man aber dazu sagen, im letzten Jahr fantastisch gelaufen. Dann gab es Gewinnmitnahmen und wir haben jetzt einmal mal geschaut, neue Kaufchance bei ausgewählten gefallenen Engeln, kann man ja so nennen, der eine hat mehr, der andere hat weniger korrigiert. Jetzt haben wir hier auf den ganzen Preisschildern den Abstand zum Verlaufshoch. Nähe 40%, also da ist auf jeden Fall dann noch eine Menge Wumms hin. C auch, obwohl C Limited war ja lange laufende Empfehlung, hat ein paar hundert Prozent plus gemacht. Dann heftig korrigiert und da musste man sich wirklich beim Schreiben, ich habe das dann geschrieben, man muss beim Schreiben wirklich beeilen. Weil die schon wieder gestiegen ist, ne? Weil die so gestiegen ist und dass man da überlegt, sollen wir jetzt dann doch vielleicht eine andere Aktie kaufen. Aber wir haben uns dann entschieden, die Aktie drin zu lassen, weil die Story einfach so stark ist. Ist ja Hammer, oder? Genau. Und wir verfolgen die ja jetzt schon 2 Jahre und das wird immer nur noch besser und spannender und größer. Das wertvollste Unternehmen in dieser Asien-Region. Wie? Völlig zu Recht? Völlig zu Recht. Ja. Tolle Idee gehabt. Und sie performen momentan ganz hervorragend. Ja. Sure. Also, um die geht es, um die Werte, die korrigiert haben. Und davon gibt es tatsächlich noch genügend. Big Tech zieht das zwar momentan nach oben, aber es gibt genügend Werte. Ich habe heute Morgen in der Sendung gehabt, Plug Power, die sind da unten. Und da jetzt muss man Mut haben, vielleicht zugreifen. Absolut, absolut. Absolut, aber so ist es immer, ne? Die Mutigen, oh Gott, das wird was fürs Phrasenschwein, glaube ich. Ja, mal. Nee, den Mutigen gehört die Welt. Naja, gut, es sei es drum. Sie wissen auf jeden Fall, wonach Sie in dieser Woche im Zeitschriftenhandel suchen müssen. Nach einem orangenen Cover, diesmal neue Kaufchance. Dir danke ich, dass du mit im Studio warst. Sehr gerne. Ihnen wünschen wir ein tolles Wochenende. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.